Rosa von Traunheim. Filmemacher, Kämpfer für die Rechte Homosexueller und nie um einen glamourösen Auftritt verlegen. Rosa provoziert gerne, Skandale sind ihm nicht fremd. Ich habe ja öfter provoziert in meinem Leben und mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Doch was er im Dezember vor 25 Jahren macht, ist beispiellos in Deutschland. In der RTL-Sendung Der heiße Stuhl outet er zwei andere deutsche Prominente als schwul. Habe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, ich habe ihn gefragt, sag mal, würdest du dich öffentlich machen? Und da hat er mir gesagt, ja, jetzt noch nicht, aber vielleicht später. Bio an zum Beispiel, der ist unheimlich beliebt, ja. Der Sendung, der ist morgen wieder auf dem Kanal. Warum kann der nicht einfach sagen, ich bin schwul? Rums, das sitzt und schlägt ein wie eine Bombe. Zwei der bekanntesten und beliebtesten deutschen Fernsehgesichter schwul, Alfred Biolek und Harpe Kerkeling. Anfang der 90er Jahre ist Homosexualität in weiten Teilen der Gesellschaft noch immer ein Tabu. Schwule und Lesben sieht man im Fernsehen höchstens bei den CSD-Paraden. Und offen schwul lebende Prominente sind äußerst selten. Im Archiv des Schwulen Museums in Berlin findet man zu dem Thema einiges. Es beginnt damals eine große öffentliche Diskussion über das Zwangsouting. Die meisten sagen, pfui rosa, Verrat, sowas macht man nicht. Braunheim hat mehr Kloppe im bildlichen Sinne bekommen als diejenigen, die da geoutet waren. Weil jeder, auch diejenigen, die gar nicht so viel mit Homosexualität zu tun haben, auch keinen kennen, gesagt haben, ist deren Privatsache. Braunheim hat hier einen Befreiungsschlag vorgenommen, der eigentlich daneben war, um es mal beim Namen zu nennen. Rosa von Braunheim hatte aber ein Ziel. Anfang der 90er beginnt innerhalb der homosexuellen Gemeinde Deutschlands das große Sterben an AIDS. Rosa will was tun, gegen das Schweigen ankämpfen. Er will Sympathieträger, die versteckt leben, zur Solidarität mit der Homo-Gemeinschaft bewegen. Dazu kommt ein sehr persönliches Erlebnis. Um diesen Zeitpunkt rum starb ein sehr, sehr guter Freund, ein Schwulenaktivist. Und dann dachte ich, ich kann nicht immer nur durch die Talkshows tingeln, sondern ich muss auch was machen und sozusagen eine kleine Bombe werfen. Ich meine, ich wusste, das ist unanständig, also sowas machen nur Schweine, obwohl die ja sehr klug sind. Aber ich denke, man muss ab und zu mal so ein bisschen unanständig sein, damit die Leute nachdenken und nicht nur so eine verlogene Toleranz oder so. 1991 ist auch das Jahr, in dem Harpe Kerkeling endgültig zum Star aufsteigt im deutschen Fernsehen. Mit seinem Königin-Beatrix-Sketch wird er zum Comedy-König. So, bitte jetzt möglichst schnell, damit das Ganze nicht gestört wird. Ja, wo ist es mit der Eschende? Und die rote Decke, ich bin ganz durchgenommen. Nein, sie verwechseln mich jetzt. Beatrix, ich sehe doch schon. Das Outing wenige Monate später hätte einen Karriereknick bedeuten können. Eine Reaktion von Harpe Kerkeling gab es damals nur schriftlich. Sensiblere Naturen als ich hätten sich in einer Kurzschlusshandlung womöglich mit dem Föhn in die Badewanne gelegt. Doch das Publikum habe irre normal reagiert. Sogar in der tiefsten bayerischen Provinz, wo ich kurz nach dem Outing auf Tournee war. Alfred Biolek, damals beliebter Fernsehmoderator, und Rosa von Braunheim kannten sich schon länger. Biolek soll sich, wenn auch erst später, befreit gefühlt haben. Kerkeling und Biolek haben dann später, ein paar Jahre später, eigentlich gesagt, dass sie befreit sind, dass sie sozusagen dieses Versteckspiel vorbei ist und haben das eigentlich positiv bewertet. Aber trotzdem war es sicher für beide ein Schock, mit dem sie fertig werden mussten und Angst hatten, dass es negativ wird. Einen Karriereknick gibt es für die beiden aber überhaupt nicht. Biolek wird unglaublich erfolgreich mit seiner Kochsendung und Talkshow. Harpe Kerkeling erfindet neue Figuren wie Horst Schlemmer, moderiert weiter, geht auf Pilgerreise und schreibt darüber Bestseller. Rosa von Braunheim dagegen trifft es hart. Die Mehrheit, die interessiert einen ja nicht so sehr, aber es geht um dann gute Freunde oder so, wenn sich gute Freunde abwenden oder so oder einen beschimpfen oder öffentlich sozusagen in der Presse dann beschimpfen. Das hat wehgetan. Das war schon, da fühlt man sich ziemlich allein. Und gut, ich meine, das war eine schwierige Zeit. Ich habe ja dann Glück gehabt, dass ich weiter arbeiten durfte und dann auch gute Filme gemacht habe und wieder Anerkennung bekommen habe. Und dass sich das dann ein bisschen geändert hat. Mit der Zeit hat man das dann auch anders bewertet. Braunheim will damals mit dem Outing auch positive schwule Vorbilder schaffen. Homosexuelle kamen in der Öffentlichkeit so gut wie nicht vor, außer als Aktivist wie Rosa. Mittlerweile gibt es mehr.
Patrick Lindner, Hella von Sinn, Roth Anthony und andere. In der Showbranche ist es kein Tabu mehr, woanders dagegen sehr wohl noch. Es gibt immer noch junge Menschen, es gibt immer noch sehr viele Prominente, weniger im Showbiz vielleicht, aber mehr im Sport, die das bis heute nicht sagen. Rosas Aktion vor 25 Jahren auf dem heißen Stuhl hat zweifelsfrei eine Diskussion angestoßen und das Bild von Schwulen und Lesben in der Öffentlichkeit verändert. Vieles ist unaufgeregter, normaler geworden. Ja, also in den Medien werden Schwule heute natürlich viel selbstverständlicher wahrgenommen. Das heißt, ein Friseur kann mit seinem Freund auf eine Party gehen und da wird nicht irgendwie das problematisiert als schwules Paar, sondern ich meine, man freut sich, dass die zusammen sind und ihre Liebesgeschichten werden genauso kommentiert wie von Heteros. Da gibt es keinen Unterschied. Rosa von Praunheim bereut jedenfalls nicht, was er getan hat. Sein Outing anderer bleibt jedoch einer der großen Skandale der deutschen Fernsehgeschichte.